sehr gutes Video. Auch die Art und Weise, wie er diesmal spricht, alles gut vorbereitet. Ganz anders als die Videos früher noch. Gehen wir zu einem anderen Duo, nämlich zu Andy und Klöt. Die Wahrheit über ADR und Patrick Spector. Keine Ahnung, was uns hier erwartet, aber wir schauen rein, Freunde. Let's go. Freunde des besten Modegeschmacks. Ich grüße dich nochmal zu einem neuen Video. Und heute haben wir ein Video, auf das sehr, sehr viele gewartet haben. Spannender Hintergrund. Weil es handelt sich um das Thema die Wahrheit über Patrick Spector und ADR. Oh, wie laut. ADR. Und bevor das Video startet, muss ich erstmal sagen, wir haben kein Beef mit Patrick. Wir haben es sogar sehr, sehr gut. Ich mag die Brand selber, bevor da irgendwelche Spekulationen kommen. Das ist alles meine Sicht. Weil ihr müsst immer unterscheiden. Ich habe halt die Person Andy, also die Person, die ich halt bin, der Idiot, der Typ, der rumreist, Mode liebt, die auch damit gerne befasst. Und auf der anderen Seite habe ich die Person, die euch repräsentiert, die Zuschauer, die halt nicht so viel zu sagen haben oder keine große Stimme haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben schon ein paar Brands hinter uns, also Brands wie 6PM, Peso und noch andere viele Brands. Und heute kommen wir wirklich bei einer Brand an, die ich persönlich sehr mag. Aber auch da gibt es Punkte, die wir zusammen diskutieren müssen und ansprechen müssen, weil, wie ihr sicherlich wisst, probiere ich in jedem Video einen anderen Punkt anzusprechen. Also bei den Peso-Videos aus Modern Fast Fashion. Und heute ist das Thema Potenzial, das nicht ausgenutzt wurde. Zuerst okay. Jetzt müssen wir zur Person Patrick kommen. Patrick ist, ich glaube, sogar über 30, also auch nicht, also nicht okay. mehr der Jüngste. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass er alt ist, aber nicht mehr der Jüngste. Aber das, er hat auch... Er ist über 30, das wusste ich nicht. Was auf dem Kasten, also der kennt sich sehr gut aus in der Modewelt. Der kennt, ich glaube, der kennt alle Brands, der kennt auch die Geschichten. Wie alt ist der? 32, 33? Geschichten von den Brands. Ich dachte, der ist so 28 oder so. Und das macht ihn auch zu einer spannenden Person, also vor allem in der Modewelt. Er hat eine sehr interessante Meinung und die respektiere ich auch. Also die fühle ich und die höre ich mir auch gerne an. Aber das sind genau Punkte, die wichtig sind. Weil im Vergleich zu anderen Leuten in dieser Modebubble ist der wirklich fortgeschritten. Also der hat ein tieferes Verständnis für Mode in Bezug auf, also der trägt jetzt nicht einfach so das, was alle tragen. Der hat seinen eigenen Style. Aber das ist ein Punkt, den wir später auch nochmal ansprechen. Patrick hat die Brand ADR vor etwa 5 Jahren gegründet, also 2017. Wirklich? Oha, so lange schon. Und das ist schon eine Weile her. Also das ist eine Zeit, in der sich eine Brand auch entwickeln kann. Und die Brand ist vor allem bekannt für ihren Goth, Sporty, also es ist schwer zu beschreiben, weil eins der Probleme, es ist sehr breit gefächert. Mhm. Aber trotzdem ist eine Brand, die unterscheidet sich schon von den meisten normalen Streetwear-Brands, die wir von Instagram. Würde ich auch sagen, die haben immer wieder sehr ausgefallene Produkte mit dabei. Widerspiegelt halt natürlich auch Patrick Spectors Geschmack. Instagram kennen und irgendwelche Hoodies machen. Der natürlich oft so gar nicht meinem Geschmack entspricht. Mit I love my mom in so einer coolen Schrift, I don't know. Ich weiß, was ich meine. Deswegen, wie ich vorhin angesprochen habe, wird vor allem das Thema heute sein, was ADR ist und was ADR repräsentiert und wohin es geht. Was ich damit meine, ADR ist eine Brand, die 5 Jahre alt ist. Und wie ihr sicherlich schon in anderen Videos gesehen habt, ist eine Brand, die halt immer wieder gerne sich inspiriert. Also ist ja kein Problem, sich zu inspirieren. Aber ich habe immer hier ein sehr gutes Beispiel. Ja, Rick Owens natürlich ein Beispiel, das gut ist in dem Fall, weil es ist schon recht nahe oft dran an gewissen Dingen, wo man halt auch die Einflüsse merkt von den Marken, die er vielleicht präferiert. Aber das ist eigentlich auch ganz normal. Also vor allem im Fußball zum Beispiel haben wir Trainer und Spieler. Und ganz gleich auch in der Modewelt. Wir haben Leute, also Spieler, also zum Beispiel ich, Claudio, dich, also der das anschaut. Wir haben keine Brands. Wir sind einfach Spieler und auch jeder Designer ist auch ein Spieler, weil jeder hat seinen eigenen Style und sowas. Finde ich eine sehr gute Metapher. Und dann haben wir auch Trainer. Also Pep Guardiola, haben wir José Mourinho, all die Leute, die ihr kennt von den großen Clubs. So haben wir auch Designer, also ein Rick Owens, ein Raf Simons. Das sind alles Leute, die halt... Hat ihn auch getroffen. ...auch Trainer sind in dem Fall, die kreieren. Und Patrick ist in dem Fall beides. Also ist auch erst ein Designer und halt jemand, der das auch ganz trägt. Wie wir es auch im Fußball kennen, gibt es halt Trainer, die waren gute Spieler, aber schlechte Trainer. Aber auch Trainer, die waren gute Trainer, aber schlechte Spieler. Ich weiß, wo er hin will mit der Metapher, gefällt mir sehr gut. Die hat er sich im Vorhinein überlegt, Spieler. Natürlich. Wieso ich das Ganze aufbringe, ist, Patrick ist ein sehr gutes Beispiel aus meiner Sicht. Er hat einen sehr interessanten Style. Ein Style, der zu ihm passt, den er gut entwickelt hat. Aber die Brand, die ist noch nicht da, wo sie sein sollte, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind. Wow, das war ein langer Satz. Wir müssen ADR abheben von anderen Brands. Also Peso, 6PM, die haben ihre Zielgruppe. Das sind Leute, also ihre Zielgruppe sind halt vor allem Konsumenten, die möchten nicht so viel. Die möchten einfach einen guten Hoodie, die möchten eine gute Hose,
die trägt, die getragen werden kann bei Wetter, bei Regen. Ja, also das ist nicht so komplex. Patricks Anspruch ist schon eher komplexer, also eher wirklich so, eher tief. Leute, die die ADR tragen, sind auch Leute, die auch Brands tragen, zum Beispiel wie Rick, Yoji, Refs. Das ist so die Zielgruppe, die er anspricht, ja. Also wirklich so Designer, halt so Magella. Das war eine sehr coole Hose gewesen. Ja, so Designer, wirklich so Designer, die halt eine Geschichte erzählen. Eins der Probleme, also ich möchte gar nicht so groß ansprechen, die Sachen wie Designs klauen und sonst was, aber eins der Probleme bei Patrick ist im Moment, dass die Brand ADR sich sehr, sehr, sehr viel inspiriert bei anderen Designern. Das erkläre ich jetzt erstmal, was ich damit meine. Wie ich vorhin gesagt habe, Patrick ist ein Spieler. Also der trägt gerne. Ich frage mich immer, was Andy und Klöd arbeiten, dass sie sich alles leisten können. Das sind Schweizer, das ist mal Punkt Nummer 1. Und ich glaube nicht, dass die irgendwas arbeiten. Ich glaube, dass die einfach gute finanzielle Mittel auch aus dem Familienhaus haben. Brands wie Rick, Rav, Prada, da trägt gerne Brands von Designern, die groß und kultiviert sind. Und das ist ja kein Problem, mache ich auch gerne. Aber in seinen Kleidung, ADR, da sieht man diese Influencers. Und das ist nicht schlimm. Schaut, würde sich Patrick nur bei Rick inspirieren. Also schaut, was heißt Inspiration? Inspiration heißt zum Beispiel... Ja, okay. Puh. Beispiel Vibe catchen. Er catcht den Vibe von Rick. Das heißt ergo Avantgarde, so dunkel, so futurist. Rick ist überhaupt nicht mein Fall. Aber wiederum auch alltagstauglich. So, wenn er diesen Vibe catcht und nur diesen Vibe und das auf seine Art umsetzt, in seiner... Ist es in Ordnung, ja. Wäre das genial. Das wäre das Ziel. Man muss irgendwo sich am Anfang inspirieren. Aber was ich eher meine ist, wäre das genial. Das ist eine Rick-Hose und das ist eine ADR-Hose. Wirklich? Oha. Das ist halt schon sane, ne? Das Ziel. Man muss irgendwo sich am Anfang inspirieren. Aber was ich eher meine ist, der Fakt, dass er sich ein bisschen von überall inspiriert. Aber damit meine ich, schaut, ein guter Film hat einen roten Faden. Ein gutes Buch hat auch einen roten Faden. Also im Normalfall. Auch eine gute Brand hat einen roten Faden. Aber Patrick... haben wir das Beispiel. Sie selber sagen, dass sie aus keinen reichen Verhältnissen kommen, denke, es ist irgendwas mit Krypto etc. Keine Ahnung. Dass es nicht so ist. Nehmen wir... Okay. Die letzte Sommer... Das schaut aber cool aus. ...roten Faden. Aber Patrick, haben wir das Beispiel. Mhm. 2019 so. 2022. Das schaut ziemlich cool aus. Beispiel, dass es nicht so ist. Nehmen wir die letzte Sommerkollektion. Also vor einem Jahr droppt Patrick... Ein Hemd zum Beispiel, man kann wirklich sagen, es ist inspiriert von den Prada Split Hemden, die er auch selber hat. Also ich kann das einblenden, man hat ein Hemd von Prada, das sehr viral ging. Alle haben es getragen, von Rappern bis Fußballern bis alle Celebrities und es kam auch sehr gut an, habe auch ich zu Hause. Und er hat seine eigene Version daraus gemacht. Und das ist nicht schlimm, würde er immer diese Linie fahren, also diese Prada Linie. Aber danach macht halt im Winter eine Jacke, die ist also zum Beispiel inspiriert von Bottega Veneta. Also Bottega hat eine Jacke rausgebracht, die auch sehr begehrt war und sehr viral ging. Und das ist eine Jacke, die auch... Gut, wie er das auch noch nachmacht quasi. Schau, so wurde die Jacke gemacht. Auch sehr teuer war. Die kostet, glaube ich, Retail zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Also eine Summe, die sich nicht jeder leisten kann. Und da hat sich Patrick auch inspiriert auf seine Art. Und voll gute Grafik. Schaut, ich möchte jetzt nicht wieder auf... Mega gut gemacht. Auf diese These rumreiten, dies, das, alles kopiert. Nein, ist nicht kopiert, es ist inspiriert. Aber das Problem ist eher, da hat er einmal Prada, da hat er einmal Bottega. Claudia ist selbstständig und Andy hat einen Bürojob. Okay, verstehe. Aber dann inspiriert er sich auch gerne zum Beispiel bei Riff. Aber dann inspiriert er sich zum Beispiel auch sehr gerne bei Rick Owens. Also ein Designer, den er selber sehr gerne trägt und auch mag. Und da haben wir Beispiele wie die Hose. Also er nimmt Aspekte von der Hose, die wirklich... inspiriert halt ist. Oder auch Raf Simons mag er ja auch sehr. Bei Raf Simons nimmt er auch so Patches, so patchmäßig. Oder auch The Dries Jacke. Schaut, ich möchte wirklich ansprechen, dass bei Patrick, also bei seiner Brand, hat man sehr viele Pieces, die man wie so gecherrypickt hat. Man nimmt so die besten... Ja, voll, verstehe. Ja. Ja, er listet es auch sehr gut auf. Sachen von den Brands, die ja wirklich viral gingen und dann tut man sie selber umwandeln auf seine Art. Und das ist halt ein Problem, weil ihr müsst verstehen, er nimmt mag ja auch sehr. Bei Raf Simons nimmt er auch so Patches, so patchmäßig. Oder auch The Dries Jacke. Schaut, ich möchte wirklich ansprechen, dass bei Patrick, also bei seiner Brand... Stört? Dann lasse ich es so. ...hat man sehr viele Pieces, die man wie so gecherrypickt hat. Man nimmt so die besten Sachen von den Brands, die ja wirklich viral gingen und dann tut man sie selber umwandeln auf seine Art. Und das ist halt ein Problem, weil ihr müsst verstehen, eine Bottega-Jacke, also Bottega hat eine ganze Kollektion von Cardholdern bis Jacken, Hose, Schuhe, alles. Und die haben wirklich Sachen, die halt beliebter sind und Sachen, die weniger beliebt sind. Und dann nehmen die sich eine Sache raus, wissen, das geht gut und das machen wir jetzt auch. Ja.
Aber wenn man von jeder Brand sich nur die besten Sachen rausnimmt und das dann verpackt auf seine Art, dann ist das nicht authentisch. Was möchte er uns erzählen? Weil ihr müsst verstehen, bei Patrick können wir erwarten, dass man eine Geschichte erzählt bekommt. Es ist nicht wie bei Peso oder bei 6PM, wo man einfach halt, man bekommt Sachen hingebuttert, die einfach cool sein sollten. Also einfach so hingebuttert. Einfach Sachen, die jetzt trendy sind und nachher in 6 Monaten niemand mehr trägt. Das ist die These bei Modern Fast Fashion. Bei Patrick darf ich und darfst du erwarten, dass man mehr bekommt. Weil Patrick kommt ja aus dieser Modeszene, die wirklich Mode ist, wo man wirklich sich damit befasst, was möchte die Kollektion erzählen. Sehr gutes Video. Auch die Art und Weise, wie er diesmal spricht, alles gut vorbereitet. Ganz anders als die Videos früher noch. Also Props, sehr professionell und gut. Top, 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 wie sie sich entwickeln, muss man echt sagen. Und das fehlt im Moment sehr, sehr stark. Ich frage mich zum Beispiel in diesem Fall, wo ist das Problem? Zum Beispiel nur schon das Logo von ADR. Das Logo ist inspiriert oder auch fast kopiert von der Rockband Van Halen. Das ist ein okay. Safe wusste ich auch nicht. Rockband, wisst ihr, wer zum Beispiel wäre? Patrick, ein Rock-Enthusiast. Also ich weiß es nicht, aber so wie ich ihn kenne, hört er eher Trap und sowas. Aber wäre ein Rock-Enthusiast und der würde seine Brand wirklich in diesem... Dann wäre es halt stilistisch auch passend zu seinem Fable, zu seiner Nische. Als wäre er in einer Nische unterwegs und für diese Nische schafft er Mode. Stil von Rocker, wie so zum Beispiel Number 9 oder diesen japanischen Punk-Rock, würde er das aufgreifen oder würde er das selber fühlen und er würde seine Brand auf dem basieren, dann wäre es ja easy. Genau das gleiche auch bei Rick Owens. Zum Beispiel, er inspiriert sich ja gerne bei Rick, aber seine Brand jumpt rum, sie springt rum. Weil ihr müsst verstehen, schaut, ich probiere es so einfach wie möglich zu erklären, aber jede Brand, also jeder der größeren Brands hat eine Art von Geschichte und Sprache. Und ihr wisst es, also ich selber habe mich in die Modewelt verliebt, weil das alles Geschichten sind, die wunderschön auf ihre Art. Ob es da hat er vollkommen recht. Bei Rick Owens sind, ich kann es ganz schnell zusammenfassen, bei Rick, der Typ, der lebt in seiner eigenen Welt, der hat seine eigene Welt kreiert, die wie so dieses Brutale, dieses Bestialische, diese Selbstopferung, das ist so sein Vibe. So auch nur schon sein Auftreten von seinen Haaren, die jeden Tag geglättet werden, also die werden geschwärzt, das ist sein Vibe. Und er repräsentiert das genau in seiner Kleidung. Bei Patrick haben wir das eben nicht. Und das ist eigentlich das größte Problem. Von jemandem, der so ein guter Spieler ist, der so ein Style hat, der wirklich zu ihm passt, der sich auch was getraut, den sicheren Weg geht in seiner Brand, indem er Pieces rausbringt, die halt sehr inspiriert sind von den besten. Sorry, ich erkläre es einfacher. Damals hat man in Videos immer nach Alternativen gesucht. Das Gefühl habe ich bei ADR, es bietet Alternativen zu teuren Designer-Grills, aber für viele bestimmt nice. Aber Patrick, sein Anspruch sollte es sein, etwas Eigenes zu kreieren. Jetzt hast du es gut ausgedrückt und ja, das würde ich so unterschreiben. Das sind Grails. Also ihr müsst euch vorstellen, Freunde, zum Beispiel die Jacke aus der letzten Kollektion, wo man den Reißverschluss hinten hatte. Ihr wisst gar nicht, wie teuer die Dries-Jacke ist, die da inspiriert ist. Also ihr müsst euch vorstellen, die Dries-Jacke, die ist ein Grail, die kostet mehrere tausend Euro und alle wollen die. Und wenn Patrick eine Jacke macht, hergeht und die als günstigere Alternative verkauft, ja. Die ähnlich ist, die wird sich verkaufen. Und das ist eben diese billige Art, dass man etwas produziert, was an Grail sich orientiert, das alle haben möchten, und man dann wie seine eigene Sprache verliert. So, was möchte mir Patrick mit diesen Sachen erzählen? Ihr könnt mir nicht mehr sagen, dass die Brand zu jung ist, dass man irgendwie 30 Jahre braucht. Freunde, es gibt so viele Brands, die auch 5, 6 oder 4 Jahre alt sind und schon so viel erreicht haben. Schaut, Freunde, man kann eigentlich ein sehr gutes Beispiel ziehen an Brands wie zum Beispiel Helio und Emil. Helio und Emil, eine Brand aus Skandinavien, ich glaube, es sind 2 Brüder. Ja, sehr spannende Schnitte haben die immer wieder. Brüder, die sind auch, ich glaube, jetzt 5, 6... Ja, sind Brüder. Ich weiß gar nicht, wie lange die schon gibt, aber 4, 5 Jahre oder so. 6 Jahre alt und die haben auch angefangen. Das waren Modeenthusiasten wie ich, wie Claudio, wie Patrick, wie alle die gerade... Die haben kranke Schnitte. ...zuschauen, ihr seid wahrscheinlich auch Modeenthusiasten. Und die haben auch angefangen mit einer Vision. Und die haben Schritt für Schritt sich immer weiter gesteigert. Und heute ist eine Brand... Oder Misbehave, auch ein super Beispiel. Misbehave gibt es ja auch noch nicht lange. ...die auf Runways läuft, die Sachen kriegt, die wirklich geschätzt werden von der Community. Die ich so krass finde, also ich rede nicht mal nur über Pieces wie die Liquid Pants,
die ja wirklich viral ging. Ich rede da wirklich über ihre Kollektion, über ihre, nur schon ihre Boots. Ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich diese Brand mit einer Brand wie ADR vergleiche. Schaut aus wie ein Möbelstück auch ihre schon. Ihre Boots. Ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich diese Brand mit einer Brand wie ADR vergleichen kann. Weil die haben den gleichen Anspruch ja. Das sind Brands, die etwas kreieren möchten, etwas erzählen möchten und die Modewelt bereichern wollen. Und das sehe ich im Moment bei ADR nicht. Und ihr müsst es so sehen, Freunde. Ich bin ja selber ein Konsument von ADR. Also ich habe mir auch schon Sachen gekauft mit meinem eigenen Geld. Und ich mag Patrick. Aber da muss man sich wirklich fragen, ist ADR ein Cash Grab? Oder was fehlt da? Fehlt vielleicht einfach Patrick die Kunst? Fehlt vielleicht Patrick einfach das Wissen? Weil Patrick hat halt auch keine Ausbildung in diesem Bereich. So, soweit ich weiß, war er vor 5 Jahren noch nicht, also vor so 6, 7 Jahren noch nicht mal in dieser Modewelt drin. Der hat, glaube ich, irgendwas mit Smoothies gemacht, mit so Protein-Smoothies, also. Ah, okay. Oh, aber stabiler Oberarm. Korrigiere mich gerne, aber er war auch so ein Fitness-YouTuber. Also er kommt jetzt nicht aus diesem traditionellen Weg, also dass man studiert hat oder irgendwie in der Modeschule oder Praktikum oder irgendwie eine Ausbildung gemacht hat. Da kommt er wirklich so ganz blank aus einer ganz anderen Szene und da kommt er rein und macht eine eigene Brand. Und es kann ja sein, dass ein Talent ist und die ganze Modewelt revolutionieren würde. Aber nach 5 Jahren muss man ehrlich sagen, dass das nicht passiert ist. Ich glaube, das ist ein Stich ins Herz, auch für Patrick, wenn er das Video so sieht. Auch wenn es natürlich auf professioneller Ebene gemacht wurde, aber ich glaube, das tut weh, diese Aussage. Und es sieht nicht aus, dass das passieren wird. Weil, Freunde, ich habe Beispiele gebracht, aber es gibt noch mehr Beispiele, wo... Ich finde diese Strategie gar nicht so schlimm, da die Sachen für viele dadurch einfach leistbar werden. Ja, schon richtig, aber ist jetzt halt nichts dann Neues. Aber so kritisch wie Patrick andere Brands beurteilt, finde ich diesen Weg bei ihm auch nicht vertretbar. Da hast du recht, ja. Einfach rum von Designs, ob es jetzt fühle ich die Aussage. Yeezy Westen sind oder Cactus Plant Flea Market Sachen. Und schaut, ich möchte nicht sagen, dass sie kopiert sind. Oha. Da haben wir viel bessere Beispiele bei anderen ja. Brands, dass Sachen kopiert sind. Da sind mehr die Inspirationen. Aber da ist auch das Problem. Wenn du dich dort inspirierst, da, also bei Rick Owens, bei Kanye West, bei Rev, bei Dries, wenn du dich überall da inspirierst, dann wird einfach ein Einheitsbrei kommen, der nicht authentisch ist. Aber ich finde, er hat schon recht. Du nicht, Maxl? Doch, ich finde schon, dass er recht hat. Weil ihr müsst euch vorstellen, Heli und Emil, als sie angefangen haben, die hatten auch keinen Namen, die hatten nur ihre Vision, haben sich auch inspiriert. Aber jetzt muss man ehrlich sagen, die haben ihren eigenen Look. Und das ist nicht das, ihr müsst nicht sagen, okay, nur Heli und Emil, es gibt tausende Beispiele von Designern, die in den letzten Jahren einfach hochgekommen sind. Designer wie Marine Serre oder Jacques Mus, das sind alles wirklich Designer, die sind in den letzten 5 bis 7 Jahren hochgekommen. Ihr müsst mir jetzt nicht sagen, dass das irgendwelche One-Hit-Wonders waren oder irgendwelche so speziellen Designer, die da irgendwie hochgepusht wurden. Nein, die gehen einfach auf den Weg. Zum Beispiel, ich glaube, Jacques Mus hat eine Schule besucht in Frankreich und der hat sich da hochgearbeitet. Der hat auch bei anderen Brands gearbeitet und Schritt für Schritt kam er dahin, wo er jetzt ist, dass er eine eigene Sprache hat, dass er geliebt wird. Ich glaube, hat er den LVMH ja, mega cool. Mage Prize gewonnen? Ich glaube schon. Der hat wirklich vieles erreicht. Ich rede nicht zu hoch oder nicht zu optimistisch, aber ich sage ehrlich so, er hätte das auch erreichen können, hätte eine andere Einstellung gehabt. Wäre mehr in diese klassische Richtung gegangen, in Bezug auf ein Praktikum machen irgendwo bei einer Brand und sich einfach da mehr reinleben, sich auch mehr getrauen. Man muss halt immer verstehen, ein Designer, der geht ein Risiko an mit einer Kollektion. Die kann scheitern, auch richtig. Finanziell, die kann wirklich scheitern, die nicht verkaufen. Und das ist ein riesen Risiko, das ein Designer eingehen muss. Aber es gibt eine goldene Waage zwischen, man möchte was erzählen, man möchte was verkaufen. Und ich muss ehrlich sagen, im Moment sehe ich mehr den... Deswegen war mir auch von Anfang an einfach auch die Storyline bei den Kollektionen so wichtig. Weil ich finde gerade die Geschichte hinter einer Kollektion ist genau das, womit sich die Leute identifizieren können, als wie einfach nur mit einem optisch ansprechenden Piece. Weil du dann einen ganz anderen Bezug zu den Pieces kriegst und weil es einfach viel schöner ist, Geschichten zu erzählen, als irgendwelche Dinge ein weiteres Mal nur ein bisschen abzuändern. Wisst ihr, wie ich meine? Man muss was verkaufen, Aspekt bei Patrick. Weil ich weiß zum Beispiel, dass... Bei jeder Geschichte, die es bei M&M so gab, steckt irgendwo dahinter eine Idee, die sich schon langsam in meinem Kopf geboren hat und in so Momenten, wo die Kreativität einfach gesprudelt hat, aus mir herausgekommen ist. Am ärgsten wird es bei Insomnia, weil Insomnia erzählt dann auch eine emotionale Geschichte. Und da kriegst du einfach einen ganz anderen Bezug zu dem, was du dann auch verkaufst. Das Premiere-Shirt zum Beispiel ist ein Teil meiner Geschichte, ein Teil meiner Jugend, ein Teil meiner Erfahrungen.
das sich aber ummünzen lässt auf andere, die da irgendwie eine Brücke schlagen zu der Geschichte. I don't know. Das Patrick auch schon angesprochen. Deswegen kaufe ich M&M und nicht alle, ja. Dankeschön, dass du einkaufst bei uns. Wurde, dass er Sachen kopiert oder Sachen klaut. Er hat immer recht abweisend reagiert, also dass er sich nicht macht oder dass die anderen auch machen. Ist doch kein Hate, ist einfach Fakten. Man erkennt doch klar Demner in Balenciaga und Vitmont. Bro, auch ein Demner und ein Demner ist doch der King in etwas nehmen und sich inspirieren lassen. Ja, also wenn es darum geht, Bro, dann hast du dir gerade leider ins eigene Fleisch geschnitten. Aber man muss immer vergleichen. Ich muss ehrlich sagen, das macht M&M zu einer meiner Favorite Brands und ich liebe die Brand für die Hintergründe, einer der besten Beispiele der Premiere-Shirt. Ich danke dir vielmals, aber das ist ja auch, deswegen gab es auch so lange keine Kollektion, weil ich einfach nichts verkaufen will, wo ich nicht zu 100% dahinter stehe. Ich hätte jetzt auch noch, keine Ahnung, das Design mit dem Lemon Tree in dem 3D-Design jetzt nochmal und nochmal raushauen können oder einfach schnell mal irgendein Produkt machen, damit mal wieder Kohle reinkommt. Will ich aber nicht, sondern ich will eine Storyline erzählen. I don't know. Und zum Beispiel ein Demner, der ist bekannt. Bei welchem Piece von dir hast du dich am meisten an einem anderen inspiriert? Muss sagen, habe noch keins gefunden, was ich schon mal wo gesehen habe. Props an dich. Vielen lieben Dank. Ich nehme gleich das da. Ich habe mich an dem Rosa, an der Farbe Rosa von meinem Gucci Sexiness Tee inspiriert. Das würde ich sagen. Dann der Paragraphen-Hoodie an der Seite, wo diese Paragraphen sind. Ich habe bei einem Amiri-Hoodie zum ersten Mal gesehen, dass da Printix auf der Seite sind. Und das fand ich echt cool. Dafür, dass er die Mode mit Ironie... Und klarerweise, der Erotiker-Sipper ist zur Hälfte die Ed Hardy-Font. Ja, aber das habe ich eh immer von Anfang an. Ich sag's ja dann auch, woher das ist. Ich mache ja dann keinen Film draus. Überflutet. Dass man kann bei dem herauslesen, dass er aus dem Osten kommt, aus Georgien, seine Geschichte erzählt, dann die Techno-Szene, diese Ironie. Das kann man fast bei jeder Kollektion rauslesen, ob bei Vetements oder bei Balenciaga. Deswegen gefällt mir Vetements und Balenciaga so. Oder auch bei anderen Brands, wie ich schon erzählt habe. Das ist das Problem. Bei Patrick, was kann man da herauslesen? Ich kann ehrlich nichts herauslesen. Und wäre die Brand jetzt ein Jahr alt, zwei Jahre alt, okay. Aber wir sind an einem Punkt, wo man wirklich sagen muss, dass diese Brand nicht viel besser ist als Brands wie Peso, wie 6PM. Die gehört auch, muss man sagen, zu Modern Fast Fashion. Und ihr wisst, ich möchte nichts schlecht reden. Ich bin wirklich befreundet mit Patrick. Aber da muss ich als Kritiker sagen, dass das halt wirklich da reinpasst. Weil Freunde, da kann man wirklich herauslesen, auch bei den vielen Sachen, dass er auch sehr, sehr stark den Trends folgt. Einmal hat er ein Vintage-T-Shirt, einmal hat er was gecropped. Da spürt man einfach sehr wenig Gedanken dahinter. Also da wurde halt wirklich mehr darauf geachtet, dass sich Sachen verkaufen und nicht eine Geschichte erzählt wird. Ich habe zum Beispiel auch bewusst nicht so Sachen angesprochen, wie der Support, der nicht sehr gut ist. Oder auch die Versandzeiten, wo man auch eine Zeit lang sehr lange warten musste. Und die Qualität ist nicht immer perfekt. Aber das war nicht der Inhalt des Videos. Ich wollte mehr ansprechen, die Geschichte von ADR und was das Problem mehr beim Designtechnischen ist. Weil da sind wir wirklich sehr, sehr fest abgedriftet zu dem, wo es hinkonnte. Weil ich muss ehrlich sagen, zum Beispiel, vor 3-4 Jahren dachte ich, dass Patrick so der erste Designer wird in Deutschland, der halt vielleicht einen Runway organisieren kann. Wirklich so einen richtigen Runway International. Und so der erste YouTuber wird, der wirklich so etwas Krasses kreieren kann. Aber im Moment sieht es echt schlecht aus. Deswegen, meine Freunde, schreibt mir gerne eure Meinung über ADR in die Kommentare. Liege ich falsch? Liegt Patrick falsch? Ist es irgendwas dazwischen? Habt ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht, die nicht so gut sind? Oder habt ihr noch irgendwas entdeckt, was ich nicht gesehen habe? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und sonst, ey, ich bin wirklich nicht jemand, der Patrick unnötig haten möchte. Und ich glaube und ich hoffe, dass er aus dem Video was lernen wird. Aber das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Kollektion sehen. Deswegen, danke fürs Zuschauen, abonnieren und peace out. Super Videoqualität, toller Inhalt. 1+ mit Sternchen zu diesem Video, muss man ganz ehrlich sagen. Und total respektvoll geblieben. Keine blöden Einspieler, die ihn irgendwie verarschen würden oder so. Gut gemacht, wirklich starkes Video. Starkes Statement, ich bin gespannt, wie Patrick darauf reagiert. Ich weiß nicht, ob es da schon ein Statement gibt. Sehr, sehr spannendes Video hat mich gut unterhalten.